Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, einfache Schaltkreise. Dieses Mal wollen wir über Spannungsquellen sprechen. Bis jetzt haben wir recht viel herumgerechnet, recht viel herum, Parallelschaltungen, Serienschaltungen, irgendwelche Kirchhoffschen Regeln. Ja, schön, ja. Haben wir einfach gesagt, ja, da ist eine Spannung und so weiter. Heute sehen wir uns an, wo die Spannung herkommt. Nun, eine typische Spannungsquelle ist zum Beispiel so etwas. Eine Batterie. In dem Fall ein 9 Volt Block mit irgendwelche Anschlüsse drauf. Kennt ja jeder. Ja? Eine andere typische Spannungsquelle ist sowas. Steckernetzteil. Ja? Kennt auch jeder. Da rüben, pack, zufällig der gleiche Stecker drauf. Ist das gleich zufällig sogar ein 9 Volt Steckernetzteil. Schauen wir an, was die Ausgangsspannung von dem ist. Ein bisschen so. Na, 12 Volt. Ja. Das sind typische Spannungsquellen. Ja, Spannungsquelle, was ist das überhaupt? Ja? Eine Spannungsquelle erzeugt eine Spannung. Das Symbol einer Spannungsquelle schaut so aus. Strich, Kreisel durch. Manchmal schreibt er nur Plus her. Ja? Und das ist die Spannungsquelle. Eine Spannungsquelle hat die Quellenspannung U0. Oder UQ oder U. Ja? U, ich nenne es U0. Ja? Also geht es eigentlich um Spannungsquelle. Schreiben wir das auch noch hier. Spannungsquellen. Gut, also das ist eine Spannungsquelle. Ein veraltetes Symbol ist das hier. Das sieht man aber noch sehr, sehr häufig. Ja? Deswegen erwähne ich es so. Ja, das ist veraltet. Manche sagen, das ist eine Batterie. Ja, okay. Ja, Batteriesymbol. Das hier wäre das Korrekte. Spannungsquellen. Also, was ist die Eigenschaft von der Spannungsquelle? Durch eine Spannungsquelle kann natürlich auch ein Strom rinnen. Da, I. Ja, da, I. Rinnt da durch die Spannungsquelle durch. Und eine ideale Spannungsquelle ist unabhängig vom Strom. Okay? Bei einer idealen Spannungsquelle soll das Ganze so ausschauen. Mal darüber in I habe, ja, und darauf den U, das U. Ja, dann haben wir hier irgendwo U0. Ja, und eine ideale Spannungsquelle hat keinen Verlust, ist der Parallel. Ja? Das ist ideal. So sollte das einmal für sich aussehen. Wir haben keine ideale Welt. Ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, ja? Aber es ist so. Ja? Das heißt, ideale Spannungsquellen sind ein Konstrukt. Eine reale Spannungsquelle modelliert man mit einem sogenannten Innenwiderstand. Also eine reale Spannungsquelle setzt sich zusammen aus einer idealen Spannungsquelle und einem sogenannten Innenwiderstand. RI. Und da sind die Klemmen der Spannungsquelle. Okay? Die ideale Spannungsquelle hat die Spannung U0. Da rinnt der Strom I durch, also genau das gleiche, wieder oben. Ja. Da draußen haben wir die Klemmen, das ist die von außen sichtbare Spannung U. Ja. Und da haben wir halt auch ein UI. Am Innenwiderstand haben wir einen Spannungsabfall. Ja. Jetzt überlegen wir sich, was das bedeutet. Ja. Überlegen wir sich, was das bedeutet. Also unser UI ist RI mal I. Ja. Dann, wenn ich hier noch eine Masche aufzeichne,
Gehen wir schon alles. Fangen wir darum an. Masche 1. Masche 1. In die Richtung geht's. Also U0 positiv minus U minus UI ist gleich 0 Volt. Das heißt, mein U ist gleich U0 minus UI. Okay. Das heißt, mein U ist gleich U0 minus RI mal I. Aha. Wir haben also, unsere Klemmenspannung ist schon abhängig vom Strom. Okay. Unsere Klemmenspannung, je größer der Strom wird, desto mehr wird da abgezogen. Das heißt, das geht da reale Spannungsquelle und das zeichnet jetzt fetter, weil das ist das, was es eigentlich gibt. Ja. Sinkt, je höher der Strom wird, desto mehr linear, ja, das ist linear, das ist real. Das ist der Zusammenhang, der gilt im normalen Betriebsbereich. Jetzt gibt es spezielle Betriebe. Es gibt zum Beispiel den Betrieb der offenen Klemmen. Ja, also wenn da hinten, da hätten wir ja an und für sich einen Lastwiderstand drauf. Also wir betreiben ja den, weil sonst kann ja da kein Strom rennen. Ja. Ist der Lastwiderstand aber null, oder unendlich, weg einfach mal. Ja, das meine ich mit null, deswegen sind wir ein bisschen verwirrt. Also ist der Lastwiderstand weg, ja, so, dann kann er kein Strom rennen. Dieser Fall heißt Leerlauf. Ja. Also es gibt Leerlauf. RL ist gleich unendlich oben, also er ist weg. Ja. Dann, was bedeutet das für I? Was bedeutet das für U? Ja. I ist gleich 0 Ampere. Ja, wenn ich da keine Verbindung habe, bringt nichts. Und das heißt, mein U ist gleich U0. Das heißt, wenn ich eine Spannungsquelle im Leerlauf habe und stelle die Spannung fest, ist das gleich der internen Quellenspannung U0. Okay? Und dann gibt es noch den Fall des Kurzschlusses. Was heißt das jetzt? Das heißt, RL ist gleich 0 Ohm. 0 Ohm. Das heißt, ich verbinde das und das, bug! Mit einem fetten Leiter und ja, es gibt einfach keinen Widerstand. Was bedeutet das für U? Wenn ich das und das verbinde mit einem idealen Leiter, gibt es keine Potentialdifferenz und U ist gleich 0 Volt. Okay? U ist gleich 0 Volt. Das heißt, ich bin da beim Strom da rechts, bin ich so weit drüben, ja, dass das U0 ist. Okay? Welcher Strom rinnt dann? Das rinnt dann der sogenannte Kurzschlussstrom, IK. Okay? Der Kurzschlussstrom, schauen wir uns das an. Ja, wenn das 0 ist, ist RI mal I genauso groß wie U0. Ja? Das heißt, Kurzschluss, schreibe ich da unten. U0 minus RI mal I, IK ist es dann, ist gleich 0 Volt. Ja, das heißt, U0 ist gleich RI mal IK. Ja, das heißt, mein IK ist gleich U0 durch RI. Ja, also U0 dividiert durch RI ist mein Kurzschlussstrom. So groß muss der Strom werden, dass hier praktisch so viel Spannung abfällt, wie die generiert gerade.
Das ist viel normalerweise. Also da geht schon zu. Das ist das, was passiert, wenn man auf eine Autobatterie so einen Gabelschlüssel legt. Ja? Der fängt so grün an und da geht es voll zu. Ja, weil einfach so ein großer Strom rennt. Kurzschlussfall. Ebenfalls eine Betriebsart. Also über den Kurzschlussstrom, über die Leerlaufspannung, ja, das Ding heißt nachher Leerlaufspannung, UL, kann ich die Quellenspannung herausfinden und über den Kurzschlussstrom praktisch bestimme ich den Innenwiderstand, kann ich den Innenwiderstand bestimmen. So, und dann gibt es nur normaler Betrieb. Nun, das haben wir da eigentlich eh schon. Da gibt es eben irgendein I, ja, dahinter. Und das U ist gleich U0 minus R immer I. Das ist der Normalbetrieb. Oder wenn es da einfach eine Spannung U gibt, muss ich das nur umformen. Dann wäre praktisch das I gleich U0 minus U durch RI. Das auf die andere Seite. U0 minus U durch RI ist das I. Das sind die zwei Formeln für den Normalbetrieb. Spannungsquelle. Ideale und reale Spannungsquelle. Wie groß muss denn der Innenwiderstand sein einer Spannungsquelle, dass ich möglichst ideal bin? Schauen wir uns an, das ist eine ideale Spannungsquelle. Und das ist eine reale Spannungsquelle. Der ideale Innenwiderstand ist 0 Ohm. Okay, schreibe ich auch noch irgendwo hin. Idealer Innenwiderstand null Ohm. Das war ideal, dann freut es sich ideal. Brauchen nur das Ideale mit dem Realen vergleichen. Wenn das RI weg ist, wenn das einfach eine Linie ist, dann sind wir praktisch ideal. Weg hast 0 Ohm. Okay? Spannungsquelle. Jetzt haben wir das besprochen. Jetzt wissen wir, was eine Spannungsquelle ist. Es gibt aber auch Stromquellen. Ja? Werden wir das nächste Video uns ansehen. Ja? Stromquellen, in der Realität gibt es relativ wenig, aber wie sie sich verhalten, werden wir sie anschauen. Hat ein bisschen anderes Symbol, aber gibt es ebenfalls die Betriebsarten Leerlauf, Kurzschluss, Normalbetrieb und so weiter. Aber das wird dann im nächsten Video gezeigt. Ja. Für dieses Mal danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.